Hallo und willkommen zurück bei Kunarium. Und ja, ich habe mich ja beim letzten Mal so ein bisschen dusselig angestellt. Wie soll es auch anders sein? Und habe jetzt in der Zwischenzeit das Ganze nochmal durchgetestet. Natürlich war ich nicht auf dem Holzweg, denn wir haben ja nun mal diese Zeichnung. Halt, nochmal zurück. Wir haben diese Zeichnung und genau das hier ist das, was wir machen müssen. Also, der Clou daran ist nur, ich muss schneller sein, als ich vorher war. Also, folgendes. Ich gehe jetzt hier rüber, ziehe den hier hin, gehe den da, dann mache ich... Okay, nochmal. So. 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 Hallo. Nochmal. Zack. 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 I promise. Das hat vorhin funktioniert. So. Rüber. Vielleicht machen wir das auch noch ein bisschen gerade, das Ganze. Nochmal. Ich bin nicht schnell genug, wa? Oh, hallo, ich hatte es fast. Ich hab's genau gesehen. Jetzt das da und das da. Schon wieder nicht. Okay. Nochmal. Zack. 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 War nicht gerade genug, ja? Eins. Zwei. Da. Ah, ich hab's. Oh, sorry. Wegen der Frequenz. So, ich hab's. Ich hab's. Was passiert? Ich hab auch noch nicht geguckt. Ich bin direkt wieder rausgegangen aus dem Spiel, als ich's hingekriegt habe. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl. Habe ich eigentlich meine Lampe noch? Achso, ich kann gerade nichts machen. Okay. Er speichert, denke ich. Nein, er lädt. Er speichert. Ich weiß es nicht. Er speichert. Oh, ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich wieder ein Rätsel, was ich gar nicht gelöst kriege. Also doch kann ich hier gar nichts machen. Achso, ich fahre auch noch, deswegen. Da sind wir. Okay. So. Ich denke mal, ich werde das Ding jetzt hier wieder ausrüsten. Ich vermute mal, dass ich das brauchen werde. This obelisk is dead. Achso, ich habe die ganze Energie verbraucht. Okay. Gut. Sieht jetzt ein bisschen anders aus als... Also die Pflanzen sind zumindest schon mal anders. Aber vielleicht brauche ich die auch gar nicht mehr. Wer weiß. Was haben wir hier? Nüscht. Also ich bin immer noch nach wie vor total fasziniert von dieser Atmosphäre hier in diesem Spiel. Noch kann ich nichts tun, hoffe ich. Schöne fluoreszierende
Pflanzen. Hier kann ich was tun. This stonework seems weak. Ja, da kann ich bestimmt mit der Axt irgendwas machen. Aber jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Ah, schon wieder diese ganzen Reptilienmumien. Von da kam ich, glaube ich. So, ich laufe hier nochmal lang. Na, ihr bezaubernden Mumien. Wunderschön. Ich glaube, hier gehe ich erst zum Schluss rein. Ich gehe nochmal zurück. Moment. Ich möchte gerne Step by Step arbeiten. So, ich kam von hier. This obelisk is dead. Kam ich von hier? Ich kam noch gar nicht von hier. Moment. Hallo? Ich kam gar nicht von hier. Warte, warte. Ich habe mich direkt verlaufen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Echt jetzt? So, stopp. Nee, ich kam von hier. So. Hier war nix. So, das kann ich kaputt machen, ne? Das machen wir jetzt auch. Ich muss hier alles wegmachen, ich passe hier nämlich nicht durch. Ich bin so ein Fetti. Ich muss alles weg. So. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Okay, dann schauen wir mal. Wer hat denn überhaupt gesagt, dass die böse sind? Die sind doch bestimmt gar nicht böse. Die sind einfach nur welche, die vor uns hier waren. Ich gehe immer noch davon aus, dass es um Atlantis geht. Ich weiß es aber nicht. Oh, da ist eine Krone oder sowas. Eine wunderschön verzierte Maske aus Metall mit einem reptilienartigen Gesicht. Sie gibt keine Aufschlüsse darüber, welche Funktion sie damals erfüllte. Eine Trophäe gefunden. Yeah. Schön, schön. Was ich halt ein bisschen irritierend finde, ist... Wieso fehlt hier zum Beispiel eine... Eine Mumie. Und da. Laufen die etwa irgendwo rum? Okay, da kann ich nicht rein. Kaputt machen kann ich hier auch nichts. Hier unten komme ich nicht weiter. Gut, dann war hier nur die Trophäe höchstwahrscheinlich. So. Da war ich vorhin. Moment, dann gehe ich jetzt hier hoch. Weil von da kam ich ja wieder zurück. Hier geht es nicht weiter.
These ivy-like plants are blocking the way. Hm. Das heißt, ich brauche jetzt wieder so ein Licht. Aber the way ahead is blocked by this curious vegetation. Ich habe hier nicht solche Lampen. Okay. Kann ich das denn hier irgendwo aufladen? Ist ganz schön mühlig. So, dann gehen wir also doch hier weiter. Hm. So ein bisschen wie auf Ragnarok hier, ne? Oder auch jetzt wie auf Fjordur bei Ark. Diese Steingebilde. Ich gehe mal geradeaus erstmal. Moment. Das nervt, das Ding. Dann lieber mit Taschenlampe arbeiten. Schön die Tropfsteinhöhle. Vielleicht? Na? Nee? Will er nicht. Hier ist eine alleine und da ist noch einer. Schon wieder irgendwas Eingestürztes, aber ich komme da nicht durch. Oh oh. Yes, it is depicted here, our gateway out of this world. These reliefs clearly portray ancient Cornarium, the thing I have been searching for my whole life. As much as I can understand, that one depicts a seemingly dead city as an ever-living organism with lots of mummified bodies connected to the device. Incredible! And the other one depicts an ancient Cornarium which is connected to another one, most probably outside of this planet, or maybe out of this dimension. Oh my, this is just marvelous. This is marvelous. Hm, nichts Genaues weiß man. So, lasst uns schauen, was wir hier machen können. Wir müssen ja die Dinger hier wieder zum Laufen bringen. Ich muss nämlich meinen Stein aufladen. Thank you.
Moment, ich guck noch mal, was hier los ist. Okay, das heißt, wir sind. Das ist genauso wie beim letzten Mal, ne? So, dann laufe ich mal. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Was? Oh, I can't bear the pain anymore. Ja, und nun? Bin ich hier richtig? Ich laufe mal wieder zurück. Wir brauchen ja den Stein, damit wir... da hinten durch die Pflanzen kommen, die da noch waren. Erweckt die wieder zum Leben, oder was? Diese komische Kreatur? Auf der anderen Seite weiter? Ich weiß es gerade nicht. Oder kann ich... vielleicht auch mit meinem Steinchen? Vielleicht wieso ist der schon wieder nicht aufgeladen? Was ist da los? Ich laufe jetzt mal andersrum. Oder gab es nur diesen einen Ausweg? Scheinbar ja. Okay, Moment. Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber vielleicht tut sich ja was, wenn ich mit diesem Dingens irgendwas mache.
Ich befürchte, dass das nicht funktioniert. Was zum Henker soll ich hier tun? Vielleicht sollte ich noch mal mir anschauen. Oder bin ich hier einfach verkehrt? Nein, ich muss ja hier wieder zurück. Habe ich hier irgendeinen Weg übersehen? This is Frank Gilman from the Upperwat Antarctic Expedition. Over. Nichts. No answer. Vielleicht muss ich mit der Axt irgendwas machen. Vielleicht. Was zum Henker soll ich hier tun? Irgendwas muss ich hier noch tun. Ich laufe mal noch mal kurz zurück. Vielleicht kann ich das Teil noch mal drehen oder so. Nee. Vielleicht kann ich... den Stein noch irgendwo reintun?
Ja, das ist nur die andere Seite. Das ist Quatsch. So, und dann komme ich hier hin. Kann nichts tun. Okay. Ich muss irgendwie interagieren. So, ein Versuch noch. Aber ich komme hier gar nicht durch. Auf gar keinen Fall komme ich hier raus. Gut. Dann schauen wir uns wohl in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Ich denke, das ist der bessere Plan. Also, es wird einen Weg geben, ich bin mir sicher. Ich muss ihn nur wieder herausfinden. Also, das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, wenn es dir gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut.